So, jetzt bringe mal deine Idee nochmal. Ja, wir haben da was Neues vor und da haben wir von vornherein etwas vorbereitet, was von Grund auf mal anders eingerichtet wäre. Sprich also mit Admin drin, ne? Der auch dann nachher gewisse Regeln richten kann. Man kann ja nicht einmal mehr die viele, die doppelt, dreifach, mehrfach da drin sind in der Mitgliederliste rauslöschen, das kann keiner, das ist einfach so. Gell? Es muss einfach irgendwo eine gewisse Ordnung drin sein. Es ist eine Ordnung drin, Lothar. Die Schwierigkeit ist immer wieder, was du feststellen wirst, zur Ordnung gehört Unordnung. Das ist zwar richtig, ich kann das alles nachvollziehen als Udo, aber du wirst merken, dass jetzt erst einmal das Ganze sich bloß um deine Meinungen dreht. Und so ein Chat ist halt ein Laber-Chat. Und du hast da wieder zwei Seiten. Du hast extrem geistreiche Einträge, die inspirierend sind. So definierst du das mit deiner Logik, die dich ansprechen und dann welche, die dich so auf den Keks gehen, mit ständigen Wiederholungen. Und wenn du jetzt, du bist ja, wenn du nicht gerade wieder außen bist, wenn wir jetzt die ganze Hierarchie des Chats einmal uns gedanklich zurückblättern. Und ich erzähle jetzt nicht nochmal, den allerersten Chat habe ich ja aufgemacht. Nicht, weil ich einen Chat machen wollte, sondern bei mir ganz normal diese Handvoll Leute, die ich hatte, wenn ich denen alle was schicken wollte, musste ich jedes Mal bei jeder Adresse was eingeben. Ja. Dann denke ich mal, jetzt mache ich eine Gruppe und wenn ich die jetzt Gruppe zusammenfasse, kann ich einen Eintrag machen und dann kriegt das jeder. Das war ja der ursprüngliche Chat. Ja. Und da war dasselbe Spiel. Wir haben immer in der Phase des Chats, du bist ja eigentlich immer dabei gewesen, irgendeiner, der ausgerastet ist, den wir uns natürlich jetzt ausdenken, wohlgemerkt, wir denken uns jetzt eine Vergangenheit, der ausgerastet ist, das kann auch geistreich sein, aber wir hatten da mal ein Ron-Extrem, dann hat man vorher schon an Markus, glaube ich, der mal so eine Phase hatte, wenn du dich erinnerst. Ja, das sind Egomanien ohne Ende. Sollten da Geistesfunke hinter diesen Masken sein? Sollten, ich sage immer wieder, du musst immer wieder wissen, zuerst einmal, alle Personen, die du dir denkst, sind Gedanken, die in dir auftauchen und wieder verschwinden. Ja. Und ich rede jetzt nur mit dem Geist, der sich aufgrund dieser Worte was ausdenkt. Ja, nun, das ist wichtig. Wir kommen gleich dazu. Oder lass, das ist, bevor das, wenn das weg ist, wenn das nicht absolut installiert ist, hast du keine Chance, aus dem System rauszukommen. Darum ist mir unheimlich wichtig, es geht nur um den träumenden Geist. Du hast eine komplett eigenständige Welt. Das ist unsere Computermetapher. Und wir können jetzt sagen, der Computer ist der vorm Bücherregal und das Bücherregal ist seine Festplatte. Und du musst von der Festplatte jetzt erst einmal ein Buch in den Arbeitsspeicher laden. Dann erlebt dieser Computer praktisch, den wir jetzt symbolisieren als Geist, in dir ist praktisch, läuft jetzt dein Schwamminhalt, erlebst du ein Leben. Das Ganze läuft interaktiv ab. Ich mache das immer einfach bloß als Film oder als Buch, dass du das chronologisch durchliest, was ja nicht der Fall ist. Dass du mit jedem Moment, den du reagierst, veränderst du das Bild. Das ist jetzt diese Metapher mit dem Videospiel. Mhm. Egal, wie du reagierst. Jetzt wirst du aber immer logisch reagieren. Solange du nur logisch bist, reagierst du nur logisch. Das heißt aber, du hast da oft Sachen, wo du ein Dilemma hast, wo du eigentlich gar nicht richtig weißt, was du, soll ich jetzt das machen oder das machen? Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel hier auf die Arbeit fährst, wirst du an jeder Kreuzung immer wieder dieselbe Richtung nehmen, weil du ein ganz klares Ziel vor Augen hast, dass das dann in dir auftaucht. Wenn ich jetzt so mich treiben lasse, wenn du mit dem Motorrad rumfährst, ist das oft anders. Da kommst du und sagst, was mache ich jetzt? Und dann lässt dich einfach rechts oder links, was soll's, jetzt fahre ich einmal in die Richtung. Das suchst du dir dann nicht raus, wenn du sagst, ich fahre jetzt einfach einmal so eine Tour. So bist du halt spontan im Moment einfällt. Ja. Aber selbst das kommt ja auch aus einer Logik heraus, die du bloß noch nicht kennst. Was jetzt sehr, sehr wichtig ist, dass gerade jetzt immer wieder dieses Ego, die Egomanen, die sich aufblasen, ist immer wieder die Motivation, dass ich sage, es ist nicht wichtig, was du machst, sondern ist ein Geist da, dem bewusst ist, warum er das macht. Und das Geistloseste, was es überhaupt gibt, wenn ich dann immer höre, ich kann nicht anders. Darum bringe ich gerade immer diesen Basissatz. Du hast ihn noch nicht verstanden. Ich meine jetzt nicht den Lothar, sondern der mir jetzt zuhört.
ich kann nicht anders. Ich sage drauf, wer bestimmt jetzt das? Ich. Und ich verspreche dir jetzt eins, das Leben, dieses Konstruktprogramm, wird dieses Ich aus dir herausprügeln. Schonungslos. Und du hättest es in der Hand, von einer Sekunde auf die andere abzustellen. Und du wirst merken, dass gerade diese Egomanen, da dreht sich alles nur immer um sie, was ja eigentlich richtig ist, in ihrer eigenen Welt. Es ist ein Riesenunterschied, ob jetzt der Bezi einen Eintrag macht, übrigens auch wie der Bezi nach eigener Definition seinen Schreibdurchfall gehabt hat. Mhm. Selbst diese Einträge waren geistreich. Was der Bezi reinstellt, dreht sich nicht um den Bezi. Der bringt zwar oft auch einmal ein Bezi im Beispiel oder jetzt unser Kerstin. Aber die lässt Erkenntnisse in ihrem Alltag, lässt die andere teilhaben. Da werden Situationen beschrieben aus dem Leben, jetzt aus einem persönlichen Leben, wo dieser Aha-Effekt da war. Und ich sage immer wieder, wenn ich was Schönes erlebt habe, zum Beispiel einen schönen Urlaub, dann will ich auf dieser unteren Ebene eventuell an anderen, an meiner Freude und an meinen Erlebnissen teilhaben lassen. An meiner Freude. Ich will meine Freude teilen, mitteilen, mit anderen Bröseln mitteilen. Aber das werde ich nur machen, wenn ich merke, dass der auch Freude dran hat. Ich zwinge es den anderen doch meine Freude nicht auf. Wenn ich merke, dass ihn das nicht interessiert, dann erzähle ich nichts von meinem Urlaub. Sich dafür hat man ja dann auch die private Kontakte. Man kann ja sowas privat ausmachen. Ich sage, dieses ganze Geschwätz sollen die Schwätzer oder die Schwätzer, sollte man meinen, jetzt setzen wir aber einen gewissen Geist voraus bei diesen Idioten. Ja. Aber das sind wirklich bloß tote KIs oder ganz, ganz erbärmliche, in die tiefste Dunkelheit, was man normal Hirn nennt, hinabgesungene Kreaturen. Und das hat einen Grund, das sind all die, die ein riesengroßes Ego haben. Das ist übrigens jetzt wurscht, wie du jetzt meinetwegen in der normalen Welt materiell stehst. Das ist ja das große Problem, dass das eigentlich die Leute gar nicht so mitkriegen. Du bist ja so oberflächlich in den Masken, da kann einer mit einem Grinsegesicht rumlaufen, aber wie es da drinnen aussieht, weiß überhaupt keiner. Ich sage immer, die Figuren, die du dir ausdenkst, da schaffst du jetzt erst einmal du selber. Aber ist es ein oberflächlich angelesenes Konstrukt? Das Musterbeispiel hast du zum Beispiel bei den Superstars, die du ja immer nur grenzen, Profis, immer nur in der Presse glänzen, von der besten Seite fotografiert. Ich sage jetzt nur wieder ein paar Namen. Schau dir den Film bis zu Ende an. Michael Jackson, Whitney Houston. Jetzt könnte ich eine ganze Latmei auch von hervorragenden Schauspielern bringen. Wieso machen die am Ende ihres Lebens Selbstmord? Warum sind die zugekokst, was man dann hört, dass sie hochgradig rauschgiftsüchtig oder alkoholabhängig sind? Weil dieses Leben so unendlich schön ist, dass sie vorgelogen haben den Leuten? Ja. Ist das erstrebenswert? Ja, das ist die Frage. Dasselbe in der Politik? Es ist doch alles ein verlogener Haufen. Definiere ich jetzt. Es sind Gedanken. Es sind nur Gedanken. Aber ich komme zu den Chat zurück. Und das ist natürlich immer wieder, dass das extrem ärgerlich ist. Darum hast du, man muss das erste Mal, wenn ich was reinschreibe, habe ich gesagt. Es gibt ganz hier inspiriert jetzt neue Kugelschreiber, wo sich jetzt nicht das Ego aufblähen will, ob das der Folger ist, ob das diese Wandlungen, was auch, das sind jetzt alles in ihren Teilbereich mit seinen Fotos, mit seinen Beschreibungen, was wirklich inspirierend und geistreich ist. Ja. Das Prinzip verstanden haben, um was es eigentlich geht, wenn ich mitteilen will. Und ich sage immer wieder dazu, auch jetzt hier mit der Vordersprache, das kann ich nicht oft genug sagen, das als Ding an sich ist überhaupt noch nicht wichtig. Ich muss einen 9- oder 10-Jährigen, der ein Handy kriegt oder ein Tablet kriegt, dem muss ich nicht erklären, wie der Computer als Ding an sich funktioniert. Der soll zuerst einmal hier, dass er damit arbeiten kann. Ja, da ist in Wirklichkeit noch ein ganz anderer Hintergrund. Und dieses Labergeschwätz, was nur, jetzt wieder, hat ja der Ron auch schon, der jetzt extrem sich zurückgenommen hat. Der hat übrigens auch, wenn er dann bei mir anruft, immer wieder, ich kann nicht anders. Da sind die ganzen Grundlagen da. Ich sage, das ist diese unheimliche Schwäche, die sie sich selber einreden. Ich ist das Ego, das dir das suggeriert. Der Einzige, der dich manipuliert, ist das Ani. Ja. Ani El Shaddai wird normal ja total, das ist ein Hippel, ist da mit drin. Wenn ich also hier in einigen Stellen, also nicht in dem Vers, es kommt dreimal, in Tenach kommt es dreimal vor, dieser Satz, übersetzt mit Ich bin Gott der Allmächtige. Schon diese drei Worte alleine, Ani, wenn Gott von sich selbst spricht, nennt er sich Anoki. Komischerweise nennt sich da Gott Ani.
Aber das Shaddai ist ja immer der Allmächtige, da steht zuerst einmal Schar, das ist eigentlich mein Satan. Ja. Und das Satan, der Scheitern von dem Nichts, setz mal statt ich, Ani El, ist ja auch Ani Nichts. Noch einige Sachen. Das ist ja immer ich, die Grundradix, wo du nimmst, aber das Ani, die schöpferische Existenz eines Intellekts, ist nichts. Ja. Wenn ich jetzt das Wort nämlich als Adjektiv setze, das L, also Al-El, 31, Ja. ist jetzt erst einmal eine Verneinung, das heißt hinzu, meistens wird sie nicht als Gott übersetzt. Mit Gott wird immer El-Hayom übersetzt. Aber das ist ja eigentlich ein Perverse, da sind wir schon mal draufgegangen in der Grammatik. Das ist eine ganz eigenartige Kombination, weil wir haben hier jetzt erst einmal El-Ha, das H macht normalerweise ihr Wort weiblich. Drum Ja. ist LH, also 1, 30, 5. Können auch Allah sagen, ALH, heißt ja auch Beschwörung und Fluch. Das ist die Ja. Positiv-Negativ-Seite. Und die Im-Endung, das Meer, ist ja zum Beispiel eine maskuline Plural, also ein männlicher Mehrzahl, oder dieses berühmte Dual, wo ich immer wieder sage, Auge, beide Augen, Brust, Schadim sind eigentlich die beiden Brüste Ja. und so weiter und so fort. Und jetzt ist es also hier, dass wir praktisch ein Wort haben, das weiblich ist mit einer männlichen Mehrzahl. Da gibt es übrigens in der theologischen Philosophie, gibt es da ganze Bücher darüber, weil dieses El-Hayom, diese Wortkonstrukt ist eigentlich ein reiner grammatikalischer Blödsinn, ein zu Wort gewordenes Oxymoron, ein Widerspruch in sich selber in vielen, vielen Ebenen. Und da haben natürlich dann Professoren gesagt, was das ein, man hat es dann genannt, hier die große, das Wort ist die große Majestät, weil das als Gott ausgedrückt wird und so weiter und so fort. Und das lässt sich also so leicht erklären. Da steckt bloß durch das Auffächern der Einzelteile so viele Sachen mit drin. Und wenn ich jetzt sage, Ani ist prinzipiell einmal das kleine Ani, das Anoki, darum ist ja Anak heißt ja auch lotrecht, aufgerichtet, was ich die Transversale nenne. Ja. Ich mache immer gern das Beispiel der Stecken, SD-Ecken, immer der schöne 10-Gebote-Film, wo er dann hinschmeißt und zur Schlange wird. Das heißt, sobald du in die Longitudinale gehst, fängt es zum Schlängeln an, kommst du in die Gedankenwellen. Das ist ja unsere alle raumzeitlichen Wellen, ob das Schallwellen sind oder Wasserwellen, die mir uns vorstellen, dass die sich von A nach B bewegen. Und Welle für sich ist ja rein physikalisch eine wunderschöne Metapher, wenn man die mal nicht nur gehirngewaschen in dieser einseitigen Vorstellungsauslegungswelt der Formen der derzeitigen Naturwissenschaft sieht, sondern das Geistreich anschaut, wo ich immer sage, die Formen sind alle richtig. Das sind so kleine Sätze, die Formen in den Physikbüchern, die Physikbücher sind heilige Schriften wie die Bibel, wie der Koran, wie all das ganze Zeug. Und das ist alles, hat einen Sinn. Was trügerisch ist, ist, was deine Lehrer behaupten, was das bedeutet. Ob du die Bibel liest, den Koran liest, die Bhagavad Gita liest oder ein Physik- oder Chemiebuch liest, wenn deine Wassermoleküle anschaust und den Aufbau anschaust. Das sind geheimnisvolle Zeichen, wo man immer ganz definitiv meint, das ist ja alles logisch, der und der hat das und das entdeckt. Und ich sage immer wieder, Leute, das ist alles so voller Fehler, jeder Satz. Ich erinnere bloß wieder, ja, schon vor 200 Jahren hat ja hier von Humboldt und der Geiler Sack die genau beschrieben, wie ein Wassermolekül aufgebaut ist. Vor 200 Jahren haben die das schon gewusst. Ja, das Und ist. darauf, auf diesen geistlos nachgeplapperten Vorstellungen baut, wird immer wieder weitergedacht, wird immer wieder weitergedacht. Warum? Weil wir uns das jetzt ausdenken. Wenn wir uns das nicht denken, ist doch keiner da, der das denkt. Und wenn wir uns jetzt einen denken, der sich das ausdenkt oder weiterdenkt, existiert er hier und jetzt, weil wir uns den denken. Darum geht es mir, das musst du verstehen. Das ist nicht diskutierbar. Selbstverständlich ist das jetzt eine einseitige Aussage. Wenn ich sage, das ist nicht diskutierbar, wäre ich autoritär. Und sobald ich sage, das ist nicht diskutierbar, diskutieren natürlich zwangsläufig welche drüber. Ich bin immer noch bei unserem Chat. Ich bin immer noch bei unserem Chat. Es Ja. ist doch schlichtweg und einfach freie Meinungsäußerung. Dieser kleine Vers im deutschen Grundgesetz. Ich sage Ja. mal wieder, das ist wie eine Anzeige für einen Handyvertrag. Es ist diese verlogene, verhurte Welt, diese Sodom und Gomorra, mit dem du zurzeit eingehüllt wirst in deinem Traum, wo du nichts dafür kannst als träumender Geist.
wo du dich aber auch nicht darüber aufregen sollst, dass du merkst, dass du in einer riesengroßen Lüge lebst. Schon aufgrund der Tatsache, weil du dir einredest, du hättest mit dem Traum nichts zu tun. Du hättest nichts zu tun, zum Beispiel mit Ugur. Was ist der Ugur, wenn du ihn nicht ausdenkst? Die Namen sind jetzt austauschbar. Du hast nicht den Lodo angesprochen, sondern dich, der sich das alles ausdenkt. Ja. Bevor du das nicht gecheckt hast, bevor du dieses Kreuz nicht auf dich nimmst, dass dir bewusst wird, du erlebst nur das, was du dir ausdenkst. Ich bin jetzt nur im Bereich deiner Gedankenwelt. Du wirst dann irgendwann merken, dass das auch für all deine sinnlich wahrgenommenen Informationen gilt, weil du ein träumender Geist bist. Das, was ein träumender Geist erlebt, spitzt sich in seinen roten Kopf ab. Wir können das jetzt nochmal symbolisiert am blauen Kopf machen, der natürlich erst dann existiert, wenn du an ihn denkst, aber damit sage ich, dass du eine ganz private Traumwelt hast. Ich wiederhole nochmal, wenn du einen einfachen Satz im einfachen Deutsch verstehst, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und du hast jetzt eine komplett eigenständige Welt. In deiner Welt existieren jetzt zum Beispiel ausgedachterweise zuerst einmal jetzt im Moment, weil ich es anspreche, das Pixelmännchen Udo, das Pixelmännchen Loda und der du jetzt zu sein glaubst, sinnlich wahrgenommen, weil du jetzt deinen Körper sinnlich wahrnimmst vom Computer sitzend. Egal, wer du zu sein glaubst. Mehr ist nicht. Und jetzt kann ich einen Namen aussprechen, wenn du in den Chat bist. Folger, Redo, Karin, Kerstin. Und dann ist ein ganz gezielter Charakter, wo du diese Typen, diese Menschen überhaupt nicht kennen musst. Vielleicht warst du schon Almener, hast jetzt nicht nur eine bildliche Vorstellung, sondern auch mit denen schon unterhalten. Die kenne ich alle. Es sind aber viele, viele, die in diesem Chat als Namen auftauchen, wo du jetzt vielleicht einer bist, die du noch nie gesehen hast. Stimmt oder stimmt? Und das ist halt jetzt das große Spiel. Und ich komme zurück hier, wo ich sage, dieser schöne Freiheitssatz im deutschen Grundgesetz, diese ersten Paragraphen, die sind wunderschön. Das Problem ist, sie sind genauso verlogen mittlerweile und es wird immer schlimmer. Keine Kritik, ein Fehler, den du zu erkennen hast. Es ist wie ein Handyvertrag. Ja. Nur 1 Euro, kleines Sternchen. Das habe ich so oft gesagt. Alles legalisiert in einer Gesellschaft, die ja sehr zivilisiert ist. Werbung. Du kannst an der Universität Werbung studieren. Das heißt, wie kann ich nach allen psychologischen derzeitigen Erkenntnissen der Psychologie Menschen bescheißen? Ihnen irgendwas aufzwingen, um den Konsum am Leben zu halten. Jetzt das große Problem. Was ist jetzt an der Corona-Krise eigentlich das größere Problem? Das solltest du dir Gedanken machen, um Menschenleben zu retten, die man sowieso nicht retten kann? Ja. Du kannst gar nichts retten. Versuch mal einen Gedanken von dir zu retten. Wie definierst du retten, solange du chronologisch denkst? Und hüte dich. Hüte dich, irgendjemandem, den du dir ausdenkst, vorzuwerfen, dass er so ist, wie er ist. Das ist das Allererste. Das ist der Satz, wo ich ganz einfach definiere, wie unendlich geistlos ist doch jemand, lang dir jetzt an deine eigene Nase, wie man so schön sprichwörtlich sagt. Das ist übrigens Abi. Ab ist die Nase. Dein Charakter. Abi. Charakter, das schöpferische Wissen deines Intellekts. Ja. Er ist ein Schöpfer, dein Intellekt ist ein Schöpfer, weil alles, was du aus dir heraus schöpfst, baut auf diesem Programmkonstrukt Wert- und Interpretationssystem auf. Ja. Wer keine Schuld hat, werfe den ersten Stein. Weißt du, wieso ich das gesagt habe? Solange du personifizierst, dich erlebst, hast du Schuld an allen. Und es sind deine Schulöffnungen, die Schuld. Jetzt können wir wieder das Shin-U-Shin-Waf, das Schwa, ist natürlich auch positiv-negativ, ist das da mal eine Nichtigkeit. Die Nichtigkeit einer Lichtöffnung. LD, Schuld. LD ist wieder vor Ilja, das Hintere heißt Gebären. Das heißt, du gebärst aus deiner Schuld heraus diese ganzen Vorstellungen, weil du noch viel zu einseitig denkst. Aber ich komme nochmal zurück zu unserem Grundgesetz zurück, wo ich sage, dieses kleine Sternchen, die freie Meinungsäußerung. Und da kommt ein kleines Sternchen und dann hast du hier paragraphenweise Ausnahmeregeln. In der Demokratie darf jeder seine eigene Meinung äußern. Außer
Du darfst nichts, du darfst kein KZ-Leugner sein. Das heißt, wie kann mich einer zwingen, dass ich was glaube? Es geht ja nicht ums Meinung äußern, dass ich ganz einfach zum Beispiel sage, es geht nicht darum, ich glaube oder ich glaube nicht, ist ein, ja, schon das Wort Glauben, blau ist ein für Wahrhalten. A-U-B, G-L-A-U-B. Die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, das macht ja keiner, es sind ja Einseitigkeiten. Hat es jetzt KZs gegeben oder hat es keine gegeben? Ich sage, in der Vergangenheit hat es überhaupt nichts gegeben. Jetzt gibt es KZs, wenn du an sie denkst. Und jetzt sollst du sagen, hat es die gegeben oder nicht gegeben? Das ist unser Problem der Einseitigkeit. Das solltest du den Fokus drauflegen und nicht auf dieses Riesengeschwätz. Und die Erkenntnisse mit der Sprache, wenn du die mitteilst, ist eigentlich immer, wenn du an anderen erwächst, versuchst du dich selbst wach zu machen. Immer wenn du an anderen zunervst, mit privaten Scheiße, wenn wir jetzt den Uigur machen, sollte es ein Uigur, sollte das Programm nicht nur von mir ein Virus sein, den ich da einschleuse, um dich zu testen. Verstehst du, ob du schon die Nerven hast, das zu ertragen? Darum geht es doch schlichtweg. Das sind der Schmetterlingseffekt, Loder, wo ich immer wieder sage, der Schmetterlingseffekt, dass kleine Reaktionen gewöhnt, jetzt hast du mal die Kleinigkeiten ab. Wer zwingt dich eigentlich, dich über diese Schrift zeigen, wenn der Uigur kommt und der dich zuscheißt mit seinen Gelabere? Es wurde alles schon gesagt. Tausendfach. Tausendfach. Wer zwingt dich eigentlich, dort drauf so zu reagieren? Doch dasselbe Ego, das sich spiegelt. Es war ja für mich ein hochinteressantes Experiment, wo ich jetzt reinschreibe, mal schauen, wie lange der noch labert, wenn keiner mehr darauf reagiert. Und ich habe eigentlich insgeheim als Brüssel-Udo gehofft, dass einfach einmal für 2-3 Tage keiner mehr einen Eintrag macht, eventuell außer der Uigur. Dann wollte ich den Namen schon umändern, Udo, Uigur und Konsorten. Alle, die da jetzt reingelabert haben, bevor der Name wieder geändert wird. Das soll irgendeiner den Mut haben und den Namen wieder ändern. Und zwar wieder geistreich. Und wenn bloß Holofilling dasteht. Es sind natürlich da auch jetzt Unbewusstheiten, dass ich jetzt immer, es sind mir Reden von Figuren. Nächste Frage ist, kann eine Figur eigentlich in meinem Traum das machen, wenn ich es mir nicht denke? Ich habe jetzt eigentlich Folgendes gemacht, vollkommen bewusst. Ich muss eine Geschichte packen, dass du das fasst. Darum habe ich jetzt gesagt, ich habe den Namen geändert in Uigurs geistlose Selbstgespräche. Mal schauen, wie lange der Uigur da noch Einträge macht, wenn keiner mehr darauf reagiert. Hätte keiner mehr darauf reagiert, garantiere ich dir, da wären noch 2-3 Einträge gekommen und dann wäre der Chat tot gewesen. Und dann hätte ich gesagt, dritten Tage auferstanden und dann hätten wir den Namen geändert und dann hätten wir neu anfangen können. Und das habe ich im Hintergrund versucht, in einige Köpfe. Ich sage immer wieder, wie empfänglich bist du schon für Inspiration? Wenn du ganz offen bist und du bist dann ganz offen, wenn du zuerst einmal diesen Zustand hast, eines vollkommen wertfreien Beobachters. Wenn du ein vollkommen wertfreier Beobachter bist, werde ich dich fluten mit vollkommen neuen, weil das ist diese Sache hier, ich gieße keinen neuen Wein in alte Schläuche. Ich nehme ja immer gerne mein Beispiel mit der Tasse. Solange da noch ein Hauch von Kaffee drin ist, kriegst du keinen reinen Wein eingeschenkt. Weil du würdest dann den eh nicht schmecken, so rein wie er ist. Das heißt, du musst dich komplett gelöst haben von deinem intellektuellen Zwang, ohne dich davon zu lösen. Ich rede nicht in der Kategorie 2, in der Einseitigkeit. Das heißt, wann habe ich den Zustand, dass ich meinen Intellekt komplett überwunden habe, mich gelöst habe, ohne mich davon zu lösen? In dem Moment, wo ich wirklich meinen Intellekt beobachte, vollkommen durchschaut habe und ich werde nicht mehr mein eigenes werden. Das heißt, es darf in dir kein Hauch von Gefühl mehr von richtig und verkehrt sein, wenn du was siehst. Das heißt, es darf auch kein Hauch mehr von einem Gefühl von schön oder weniger schön in dir sein. Jetzt pass auf, wichtig, ich rede von verschiedenen Ebenen, die gleichzeitig da sind. Was ich damit meine, selbstverständlich darfst du nach wie vor werden, als Brösel. Aber das ist die Sache mit dem Schauspieler, der auf der Bühne keinen Augenblick vergisst, wer er ist und was er ist. Dieses Beispiel, wo es auch in dem Moment, wo er auf der Bühne einen traurigen Menschen spielen muss, einen Vater, der gerade erfahren hat, dass sein Sohn im Krieg gefallen ist und auf der Bühne schluchzend zusammenbricht, da sind doch die Gefühle da, wo sie nicht da sind. Von dem Schauspieler aus gesehen.
Das war der Komplex von dem Zuschauer. Es ist bewusst, wenn du einen Film anschaust und du lässt dich reinfahren, wie ich das nenne. Ich liebe das ja als Udo Brösel in dieser Rolle jetzt. Namen sind jetzt austauschbar. Oh, heute Abend kommt ein schöner, trauriger Film. Wie oft habe ich das gesagt? Und dann lasse ich mich reinfahren und genieße ich dann das. Aber bin ich deswegen traurig? Wo ich immer sage, du hast ab der Ebene hast du die Möglichkeit, alle Situationen zu genießen. Aber jetzt ist das Problem, mal ganz selbst ehrlich jetzt wieder, wenn ich sage, schau in dich rein, ich sage jetzt wieder nur kleines Stichwort, schau zur Tür, schau die Türklinge an, wo war die die ganze Zeit? Jetzt schau in dich rein und mach dir bewusst, was glaubst du noch? Dann kommt erst einmal die Stufe mit Holofeeling, dass du sagst, ist ja klar, wenn ich da nicht hinschaue, ist das Bild ja nicht auf der Farbbrille. Wenn ich daran denke, ist das Bild ja nicht in mir in der feinstofflichen Wahrnehmung. Ist logisch. Nein, das ist eben noch nicht logisch, weil das nur in dem Moment ist, wo du im Kontext mit Holofeeling denkst. Was du aber zu 99% in deinem Alltag, solange du noch jünger bist und im Berufsleben stehst oder nicht loslassen kannst, nicht machst. Ja. Das muss jeden Moment, jeden Augenblick da sein. Wenn du ein Loder bist und mit einer Frau oder mit Freunden diskutierst, wo es nicht um Holofeeling geht, was auch vollkommen wichtig, interessant ist, was jetzt so ein schöner Eintrag war hier, Schrift, ich mache nur Schriftzeichen. Ich bin seit 25 Jahren verheiratet und ich habe jetzt festgestellt, dass mein Mann tot ist. Ja, ja. Dass sobald ich irgendwas über Holofeeling sage, ist es nur Sektengeschwätz. Und das Einzige, was er kann, seine einseitigen Meinungen mit aller Gewalt anderen aufzwingen wollen. Ich sage das so normal, was meinst du, wie viele Programme mir jetzt, wie viele Rode ichs es gibt, die mit ihrem blauen Intellekt in derselben Situation leben. Schau, Lothar nickt grinsend, wissend, wie das ist, bloß gespiegelt. Er kann dasselbe sagen, ich kann aber meine Frau, die mir an die Seite gestellt ist, trotzdem lieben. Aber irgendwann wirst du feststellen, dass das für alle gilt. Für alle Gedanken, die du denkst, für alle Menschen. Dass Menschen einfach nur geistlose Figuren sind. Es sind Informationen, es sind Protagonisten in einer Traumgeschichte. Und jetzt kommt die große Erkenntnis, solange du nicht erkennst, dass das vor allem für den gilt, der du zu sein glaubst. Er ist doch genauso gesteuert. Meinst du, wenn ich jetzt das Udo-Leben nehme, wenn ich mir das raussuchen hätte können als Udo, dass ich mich hingesetzt hätte und hätte diese Tausenden von Seiten geschrieben? Du kannst die Mare nochmal fragen, wenn ich jetzt in mein Buch zurückblätter. Ich mache jetzt einfach mal, ich normalisiere jetzt einmal für dich den Udo. Wie ich das Ich bin nur fertig hatte. Und ich habe da oft gesagt, ich habe das mit Sicherheit 50, 100 Mal, ich weiß es nicht, gelesen. Das ganze Ich bin du, den ersten Band, mindestens 50 Mal gelesen. Mindestens, bevor überhaupt das erste Mal einer von mir einen Auszug gekriegt hat. Und dann habe ich das Du bist ich angefangen. Das ist so einfach das Gefühl haben, ich kann nicht anders. Auch, ob du das jetzt positiv oder negativ, ich kann, hier bin ich, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Es treibt dich, was zu schreiben. Und dann sage ich zu meiner Frau noch, zu Marion, sage ich, du, so wie das aussieht, glaube ich, muss ich 8 Bücher schreiben. Da waren jetzt bloß diese erste Grundwerk, die 7 plus dann den 8 noch den dünnen dazu, die so sein, wo ich dann auf die Relativitätstheorie populärwissenschaftlich eingehe. Wie sich das dann natürlich ausufert, aber in einer ganz anderen Motivation, weil ich habe das nie irgendjemandem aufgezwungen. Ich habe das jemandem gegeben, den das interessiert hat. Das ist der Unterschied. Ja, ist gerade immer wieder dieser Zwang, diese Zwangsvergewaltigung, wie unendlich erbärmlich ist ein Charakter, der mit aller Gewalt andere beglücken will mit seinem Wissen. Das sind alles normale Menschen. Egal, ob du linksfaschistisch oder rechtsfaschistisch bist. Du meinst dein Sinn ja nicht darin, dass alle Menschen, die du dir ausdenkst, dieselbe Scheiße glauben, die du glaubst. Um das einmal direkt auszumachen. Und du glaubst an Scheiße, Exkremente, Ausgedachtes. Wir neutralisieren das einmal wieder. An diese Einseitigkeiten, wo du meinst, das ist ein Seelenhall. Du wirst in deiner Vorstellung von Seelenhall verrechnen, solange du Geist bist. Solange die, von denen ich jetzt rede, bloß Gedanken sind, um die mache ich mir keine Gedanken.
Also ich mache mir jetzt um den Ugo, den ich mir ausdenke, überhaupt keine Gedanken und auch nicht um den Loder. Der mir am Herzen liegt, rot geschrieben, ist der, der mich jetzt ausdenkt und der sich auch die jetzt ausdenkt aufgrund dieser Worte, die ihr jetzt hört. Das heißt, du wirst irgendwann einmal die Größe zeigen müssen, dass du das Zentrum bist in deinem Traum, aber nicht das absolute Zentrum. Und da kommen wir jetzt hier zu diesem Mittelpunkt, wo ich sage, wir haben ein All, wir lassen das einmal hier ganz rot, das ist der innerste Zentrum in dem allerersten Tetraederspiegel. Und dann die roten Ichs drumherum, die Schichten, das sind eigentlich schon El Hayom. Das sind die Schöpfer von eigenen Welten. Drum ist da eine Pluralendung. Das Yom ist ja zuerst einmal die sogenannte der maskuline Plural, die maskuline Mehrzahl. Da gibt es dann übrigens viele, viele Verschiebungen, wo sehr, sehr interessant sind. Im Hebräischen habe ich auch schon angesprochen, wenn wir zum Beispiel jetzt den Namen Shem nehmen, also Shin Mem, wissen wir ja, heißt als Shem ausgesprochen, heißt es Name und als Scham ausgesprochen, das Vokal, wie wir es aussprechen, ist es ja dort, das hebräische Wort für dort. Dort ist ja ein geöffneter Ort, so wie das ist aber nicht nur ein geöffneter Ort. Stell dir jetzt mal ganz kurz das Wort dort vor und ich mache immer nur D für unser Dalet, für die Öffnung und ich schreibe ein geöffneter Ort. Aber was du auch sehen solltest, dass hier ja auch das Dor mit drin ist, D-O-R, Grundradix D-R und das heißt die Generation von Erscheinungen. Siehst du jetzt, das R zweier, das Tor heißt ja auch Generation DR oder DOR, wenn wir das O dazwischen machen, bleibt sich gleich, dann haben wir die Generation von Erscheinungen oder Spiegelungen, je nachdem, ob wir hin das T als 9 oder als 400 lesen. Das Rot-Blau-Lesen ist sehr wichtig, aber das nennen wir zuerst einmal Schaum. Okay? Und jetzt ist es ganz interessant, wenn du jetzt in den langen Scheit reingehst, wenn du noch einen alten hast, den gibt es ja auch nicht mehr. Langenscheid ist ja Konkurs. Die Ich Firma habe lang. aber ja. Ja, klar, hat man normal als alter holophiligen Besitzer. Da ist also, wenn du das Schem jetzt, Schem Mem, Schem ausgesprochen, vokalisiert nachschaust, wirst du feststellen, da ist je nachdem, dass das Wort ist männlich. Interessant, dann ist ja der Name, jetzt, wenn man das rein grammatikalisch sieht, müssten ja die Namen Schem Im heißen. Weil Im ist ja in Bezug Mehr als auf ein eben. männliches Wort brauchen wir die männliche Mehrzahl. Schemim wäre die Namen. Aber dann steht da Shin, Mem, Im. Und das ist Schamain, das ist der Himmel. Drum ist die Namen in der Mehrzahl heißen Shemot. Jetzt kommt an dieses an und für sich männliche Wortpartikel, kommt eine weibliche Mehrzahl. Shemot heißt nämlich Namen, ausgesprochen, nicht Shemim. Shemim ist Schamain. Da machen es jetzt die Scham, dann wird das Scham, das Schem eigentlich wird zu Scham, das ist dann eigentlich hier die Generation von Spiegelungen. Und das ist der Himmel. Aber Himmel, pass auf, ganz interessant, auch ihm wissen wir ja, ist ja das Meer. Das ist symbolisch auch gut zu sehr im Tetraederspiegel. Eins in der Mitte und jetzt geht aus jeder Spiegelung gehen andere hervor und jede Spiegelung halbiert sich quasi von der Richtig. All, Quantität her. jetzt nochmal, all ist der Doppelt absolute sich und von Mittelpunkt und der ist ja nichts. Aber lass mich ganz kurz hier das mit den Schamaim. Wir nennen das Himmel. Himmel haben wir schon mal von unser El Hayom, haben wir Ha'im, haben wir das Meer. Das ist eigentlich, das Meer ist die Grundlage, bezieht sich nicht auf das Absolute, das ist nur All. Sondern jetzt ML, kann man ja lesen von Gott. Ich kann jetzt HM, ML kann ich das Meer von Gott. Aber er ist ja auch nichts, das Meer vom Nichts. Jetzt machen wir mal bei den Mel, M-E-L, machen wir das eher als Vokal raus. Dann haben wir nur ML haben, stehen, ML Gestalt geworden ist lichtblau. Dann haben wir H-I-M, das Meer und ML heißt gegenüberliegend und beschnitten. Jetzt hängen plötzlich die Gedankenwellen drauf. Das ist jetzt ein Prinzip, wenn ich immer wieder sage, jedes Wort ist ja 400 Seiten Buch. Ich tue da nur gar nicht groß auf. Ihr merkt, das sind jetzt Sachen, das sind einige Dinge, die habe ich in der Form noch nie angesprochen. Weil ich sage, es ist offensichtlich, wenn du selber zum Spinnen anfängst. Aber der Sinn des Lebens ist auch nicht, die Worte zu zerlegen, sondern sagst du mal,
immer wieder, ich erkläre dir zuerst einmal, was du bist. Und du verstellst dir das selber durch dieses ewige, ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, dieses Geschwätz, weil du kleine Flügelschläge machst mit Rechtfertigung, wenn sich das Ego aufbläst. Ich rede jetzt nicht von den Egos der Ugos und so weiter und so fort. Solange der Lodor-Charakter, und du weißt, ich sage immer wieder bei dem Lodor, der hat zwei Seiten, ach, zwei Seelen schlagen tief in meiner Brust, dass du auf der einen Seite ein seit vielen, vielen Jahren tief studierender Holofeeling-Anhänger bist und auf der anderen Seite, auf der äußeren Seite bist du halt der Lodor. Und du kannst die innere Seite nicht spiegeln, weil die nicht sichtbar ist, sondern bloß die äußere Seite. Und die Ugos und Deppen sind Spiegelbilder von dem Lodor-Deppen. Weil du doch derselbe Sturkopf bist, wenn irgendwas ist, wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst. Mit rausgehen, reingehen und ihr kotzt mich alle Ohren und so weiter und so fort. Das ist, es ist, du lebst mit deinen eigenen Spiegelungen. Jetzt Namen sind austauschbar, wenn du das hast. Interessanterweise, wenn du das nicht hast, hast du das gar nicht. Das sind viele, ich denke mir jetzt Charaktere, die in den Chat sind, die auf den Urgo gar nicht reagieren, die regen sich über den gar nicht auf. Es gibt welche, die amüsieren das, was der schreibt. Das ist, du kannst, ich sag, schau, wie du reagierst. Mach dir bewusst, wie du reagierst, ohne diese Reaktionen zu bewerten. Das ist einmal das Eigenartige. Darum geht es. Und da bist du blind. Das ist wirklich dieser blinde Fleck im eigenen Auge. Und dann kommen diese Gedanken. Wir haben uns Gedanken gemacht, wir können doch da einen neuen Chat, wo dann, wenn da wieder was ist. Das ist Zensur. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Das ist doch genau das, was deine Demokratie macht. Wir sind für Demokratie. Das große Wort Demokratie, wo ich immer sage, die größte Falle, die es überhaupt gibt. Ich habe so wunderschöne Beispiele jetzt. Ich bin ja bekennender Fan für Trash-TV. Zum Beispiel hier Promis unter Palmen und das ganze Zeug. Dschungelcamp. RDL, es sind die lehrreichsten. Das ist tausendmal lehrreicher, wie wenn du dir hier ein Lash anschaust oder was. Oder Politik, Dog-Sendungen in Politik. Da kannst du nur, es ist nur ein Spiegelbild von diesen schön überzeichneten Charakteren. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, jetzt machen wir mal was Leichteres. Ganz einfach, solltest du dort den Fokus haben, wenn du schon so weit bist, dass ich dir so geistreich, hochgeistreiche Sachen einspiele, denk mal an Let's Dance. Wir machen jetzt Let's Dance und ich zeige dir, was hat Let's Dance zu tun, dass ich dir zeige, diesen absoluten Schwachsinn der Demokratie. In Let's Dance wählen ja die Zuschauer danach, wer weiterkommt. Es ist aber interessant, was wird jetzt eigentlich gewählt, wenn da gewählt wird? Im jetzigen Let's Dance, ich mache jetzt unsere Cindy aus Mazan, die ist mit weiten Abstand die schlechteste. Die hätte schon längst draußen, die kann überhaupt nicht tanzen. Was übrigens schon mal eine hochinteressante Sache ist, weil nämlich normalerweise korpulentere Menschen ein unheimlich gutes Musikgefühl haben. Nicht alle, gibt es immer solche und solche, aber in der Regel sind korpulentere Menschen sind hervorragende Tänzer. Die können sich zwar nicht so schnell bewegen, aber sie haben ein extremes Musikgefühl. Kann ich habe als Udo leidenschaftlich getanzt und da kann ich dir das nur bestätigen, dass die Ausnahmen bestätigen die Regel. Diese Elke Bessin oder wie sie heißt, ist eine Ausnahme. Okay? Die hat überhaupt kein Musikgefühl. Die ist nicht einmal der Porzellan, Elefant im Porzellanladen. Die stampft eigentlich bloß rum und kommt ständig aus dem Takt. Die ist jetzt wieder weitergewählt worden, weil sie Fans hat. Jetzt ist die Frage, das ist ein Tanzwettbewerb. Eigentlich sollte man die Fähigkeit zu tanzen beurteilen. Da müsste man natürlich die Fähigkeit erst einmal haben, aber was ist eigentlich, wie tanzt man richtig, sag ich. Und da muss ich jetzt nicht der Tanzprofi sein. Ich sehe zumindest, ob sich einer nach dem Takt bewegt und ob das irgendwie ästhetisch schön aussieht. Das, was die macht, ist gar nichts. Die kommt immer wieder weiter. Das Thema hat man schon zigfach. Mein Thema jetzt ist Demokratie. Es führt einen Menschen so schön vor Auge, was passiert, wenn hier Sympathien gewählt werden und nicht das, was man bewerten soll. In der Politik ist es ganz schlimm, dann wird der Politiker, wenn er das macht, was er machen müsste, um Menschen zu erziehen, wird er nie an die Macht kommen, sondern es kommandieren die Macht, die einfach nur leere Versprechungen machen. Ja. Man kann das, was man vor der Wahl spricht, hat unsere Kanzlerin gesagt, kann nicht gewährleisten, dass das nach der Wahl gemacht wird. Ich sage, was soll dann das ganze Possentheater?
Wieso wird in Amerika Milliarden für Wahlwerbung ausgegeben? Weil die kleinen Zombies, die du dir ausdenkst, die Spiegelbilder von dir selber drauf ansprechen. Und wer keine Schuld hat, werfe den ersten Stein. Und all die Jugendlichen, die sich so steilisch die Influencer vorkommen, das Ganze ist ein einziges Lügenmeer von Selbstmanipulation über Werbung, was du brauchst, was du nicht brauchst. Erinnere dich an mein altes Zungenpiercing-Beispiel. Jetzt pflastern sie sich mit Tattoos zu, weil es schön ist, schönheitlich dem Auge des Betrachters. Gestern so ein schönes Gespräch Wer gehabt es mit hier Pack hat, mit kann meiner nicht sprechen. Elli und da habe ich das Beispiel nochmal gebracht. Weißt du, wie schön ein Nacktmullweibchen ist im Augen der Nachtbullmännchen? Die Nacktmulle, die ich schon mal gehabt habe und der Kante der Martin hat noch nie einen Nacktbull gesehen, dann habe ich Bilder von einer Nacktmulle reingestellt. Dann magst du jetzt, wenn du keinen Nacktmull kennen solltest, habe ich schon mal Update drüber gemacht, ein eigenartiges Tier. Es ist ein Säugetierkolonie, die aber hierarchisch aufgebaut ist wie ein Insektenvolk. Das heißt, wir haben ein Bienenvolk mit einer Bienenkönigin, wir haben Ameisenvolk oder der Mieden, Ameisen und der Mietenkönigin. Das sind ja Insektenvölker, die komischerweise eine Königin haben. Und ich sage, alle Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, die sind alle in irgendeiner Art und Weise Insekten. Eine Sekte ist eine Sektion, ob wir jetzt das Partei oder religiöse Glaubensgemeinschaft nennen oder politische Partei nennen, das sind alles Insekten. Und die haben alle eine Königin. Insekten haben eine Königin. Das ist ihre Logik. Diese Logik, ich sage, die Frau, das ist die große Frau, die über allen steht, die Logik, die sie gemeinsam haben. Jetzt wissen wir aber, dass unser Frau auf Hebräisch Wilde heißt. Das sind Wilde. Aber wild wiederum ist Welet. Ein Wilder oder eine Wilde ist doppelt aufgespannt. Aber komischerweise wissen die nichts von dem Dual, dass immer die Einseitigkeit kommt. Und ich sage jetzt nochmal, das Problem, wo all deine Menschen, die du dir ausdenkst, leiden, das ist komplett offensichtlich. Und ich betone vorneweg, diese Probleme, die du dir ausdenkst, sind Spiegelbilder von deinem Problem. Es ist die Einseitigkeit. Diese Geistlosigkeit, dass die nicht erkennen, und ich wiederhole jetzt, Frage, ist eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Dorn? Eine Kategorie 2 Frage. Ist Ja. eigentlich eine Wohnung ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche oder ein Klo? Das ist jetzt nur in einer komplexeren Form. All diese Rechthaber, die du dir ausdenkst, die Spiegelbilder sind von deiner Rechthaberei, leiden, dass die diese einfachen Sätze, jetzt in dieser speziellen Konstellation ist es natürlich vollkommen klar, dass das blödsinnige Fragen sind. Aber du solltest dir mal die Fragen oder Wünsche, die du hast, sind genauso Blödsinn. Bloß da fällt es dir nicht auf. Wenn du deinen Glauben veränderst, verändern sich die Menschen um dich herum. Du solltest erst einmal akzeptieren, wer du bist jetzt ein träumender Geist. Wir lassen das einmal als Symbol. Du bist der Einzige, der deinen Traum erlebt. Und sobald du welche hast, die sich über was aufregen, sind es deine Spiegelbilder. Und dann kann man schon wieder Grüppchen machen. Wir haben ja erkannt, dass hier der Ugo stört oder der Ron stört oder der stört. Und dann rechtfertigen sich die Rons in dir. Das war dieses Spiel, dieser Test, wie weit sind meine Fünkchen eigentlich? Wo ich sage, einmal schauen, wie viele Einträge hier jetzt in dem momentanen Fall der Ugo in diesem Chat eigentlich noch macht, wenn keiner mehr darauf reagiert, wenn keiner mehr was reinschreibt. Du Udo, um was es eigentlich geht oder wo ich dran gedacht habe, das ist ganz einfach an den ursprünglichen Zweck, zu dem dieser Chat angefangen worden ist. Das hast du ja am Anfang gesagt, damit du dich mitteilen kannst. Richtig, das ist sowieso, Und das habe ich. das ist zwischenzeitlich hier ein bisschen irgendwie in eine andere Richtung gedriftet. Ich teile mich, das sowieso, das ist der ursprüngliche Chat. Ich hab hier schon Kleinen Moment, manches oder Mal kleinen Moment, angesprochen. lass mich das ganz kurz. Das war der ursprüngliche Chat und dann ist plötzlich, dass die anderen auch was reinschreiben konnten, was ja ganz interessant war. Die Schwierigkeit ist, Ah. dass in dem Moment, wo diese geistreichen Einträge sich gegenseitig zu inspirieren, hey, du weißt was, was ich nicht weiß und ich weiß offensichtlich was, was du nicht weißt. Lass uns doch unsere Wissen austauschen, lass uns die zu eigen machen, dass wir hier an Ja. diese sogenannten Win-Win-Situationen.
Ja, das ist Aber dann auch ist halt gut. plötzlich, dass dieses geistreiche, ausgedachte geistreiche, plötzlich zwangsläufig nicht geistreiche Menschen auftauchen, Egomanen auftauchen, wie auch immer. Das äußert sich sehr, sehr. Der Ugo ist ja ein ganz komplett anderer Charakter, wie der Ron jetzt zum Beispiel war. Der Ron ist ja, oder der Markus, wo man erfahren soll, Markus drinnen. Dass dann plötzlich du merkst, dass da immer dasselbe kommt. Wir hatten auch ein BC mit einem Schreibdurchfall. Schwierigkeit ist, dass ich immer wieder sage, aber BC war definitiv von der Qualität der Einträge hochwertig. Er hat bloß das sich zu eigen gemacht, dass er gemeint hat, er muss schreiben, 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 schreiben. Was ich vollkommen in Ordnung finde, solange ein Eintrag geistreich ist. Was wir Ja. jetzt bei Filmen haben. Ich sage jetzt nur immer Beispiel auch der Folger, der jetzt ganz, ganz tolle Sachen macht, damit seine Bilder mit 16 Perspektiven sich sehr, sehr tiefe Gedanken macht. Dann unser Thomas Rennings. Am Thomas würde ich jetzt kritisieren, dass er immer zu viel will. Thomas macht ja sehr viel mit dem Wolfgang. Die sind sehr intellektuell, sehr, ich sag mal, rein von dem intellektuellen Wissen sehr weit, was Holofeeling-Vordersprache anbelangt. Aber das sind, wenn der Thomas schreibt, das macht keinen Spaß zum Lesen. Du weißt, was ich meine, wenn du das anschaust, wenn er auffächert, wenn er was reinhaut, das ist extrem anstrengend zu lesen. Das ist zwar alles richtig, wenn du die Grundlagen hast, kannst du das auch nachvollziehen, aber dir überfordert normale, wenn du jetzt, selbst nehmen wir unser Kerstin, wie lange macht unser Kerstin eigentlich schon Holofeeling? Die auch ganz, ganz nette, inspirierende Einträge reinmacht, aber die sich eigentlich eingestehen muss, die fängt ganz am Anfang erst an, mit den Zeichen zu spielen. Und man setzt immer wieder voraus, dass das, was man weiß, dass die anderen das auch wissen müssen. Ich sage, das ist auch so, wenn du es wirklich verstanden hast, wird es in die anderen reinwachsen, aber dann kommt der Punkt, wenn du es verstanden hast, gibt es die anderen sowieso nicht mehr, dann gibt es bloß noch dich. Dann hast du nämlich diese Personifizierungsebene überwunden und du bist in einem höheren Bereich. Das ist immer wieder, bin ich noch eine Marionette? Bin ich die Logik, die die Marionette in Bewegung setzt, oder bin ich der, der die Fäden in den Hand hält? Und ich lasse die Logik zwar an den Fäden ziehen, aber nicht immer. Weißt du, die Logik, die Marionette ist dein Körper. Die Fäden, die dich in Bewegung setzen, das ist doch deine Logik, unser Schwamminhalt. Aber das sind zwei Sachen, These und Antithese. Den Beweger, ich könnte jetzt sagen, den Denker und das Ausgedachte, aber der ausgedachte Denker ist noch kein freier Denker, das ist ein Gedanke. Da muss ja irgendeiner da sein, der sich den Denker ausdenkt. Das Spiel habe ich so oft durchgespielt. Das intellektuell mitzugehen und meinen, ich habe es jetzt verstanden. Du hast ein Prinzip begriffen, verstanden hast du das erst in dem Moment, wenn das in dir installiert ist. Und in dem Moment, wo das installiert ist, dann ist dir jeden Moment bewusst, dass du es jetzt nur mit einer Gedankenwelle zu tun hast. Du kannst es ganz leicht überprüfen, wenn du von nichts und niemandem mehr Angst hast, auch nicht die Angst, irgendwas zu verlieren. Weil dir nicht nur logisch ist, dass wenn ich an etwas nicht mehr denke, dass es ja wieder in mich reinfällt. Wenn dir das logisch ist, ist es gut. Aber vor was hast du dann eigentlich Angst? Das Ja. nur nachzuplappern und dieses ganze Geschwätz und ich immer dran sagen, selbst wenn es installiert ist, wird sich oberflächlich überhaupt nichts verändern. Ich gehe mit meiner Frau spazieren, so wie du mit deiner Frau spazieren gehst, oder alleine, oder was halt gerade dein Leben ist, wer du gerade bist, verheiratet, nicht verheiratet, Männchen oder Weibchen. Ich sage immer wieder, das spielt eigentlich keine Rolle. Und dann doch wieder, das ist eine Kategorie-2-Frage, da müsste irgendwann eigentlich einer sagen, wieso sagt der Uwe immer, das spielt keine Rolle. Das, mit dem ich rede, er als Ding an sich, als dieser Mittelpunkt, der schaut nur. Was sich in ihn herum rollt und rollt um ihn herum, wie sich diese Perspektiven, dieses Geflackere, wo er sich hinrichtet, wo er sich hindenkt. Aber es ist nur dieses wunderschöne, einfache Beispiel mit der 200 Gramm rote Knete. Du bist immer dasselbe Ich. Rot. Egal, wo du dich jetzt hindenkst in deinem Traum, wo du dich jetzt in die Vergangenheit hinsetzt, was für einen Körper du dir jetzt zusprichst in der Vergangenheit vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, eventuell, wenn du schon so alt bist. Es ist hier und jetzt. Was ändert es an dir selber, an dem, der das erlebt? Ist das ein esoterisches Geschwätz? Ist das ein religiöses Geschwätz? Das ist das, was hundertprozentig sicher ist.
Und du wirst plötzlich merken, diese ganzen hochintellektuellen Menschen, die vollkommen real, als sinnlich wahrgenommene Informationen in dir auftauchen, wenn du solche Gespräche anfängst, wirst du als Verrückter, als Idiot hingestellt. Das Spiel mit dem ersten und mit dem zweiten, hast du es wirklich verstanden? Das, was hundertprozentig sicher ist, darüber kann man, sollte man nicht diskutieren, weil das keinen Sinn macht. Ja. Schau mal, ich mache jetzt einmal was. Monitor, Pixelbild, eine Tasse. Hat die ganze Zeit nicht existiert. Okay, stimmt. Ja. Jetzt löst sich dieses Monitorbild dieser Tasse auf, wobei nicht heißt, dass die Tasse jetzt weg wäre. Wir reden ja noch über die Tasse. Das heißt, die existiert jetzt dann noch als Gedanke. Das ist jetzt hundertprozentig sicher. Das ist das, was ist. Willst du jetzt mit mir diskutieren, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt? Ich rede mit dem Geist, der das jetzt erlebt hat. Ich kann das, die Tasse natürlich jetzt nochmal auf den Monitor holen. Das wäre jetzt auf die VR-Brille. Okay? Jetzt machen wir statt dem Monitor, den du dir jetzt ausdenkst, vor Augen hast, gehen wir mal einen Schritt zurück und jetzt sage ich wieder, jetzt schau zur Tür hin. Schau auf die Tastatur, schau auf die Tastatur, schau die Taste mit dem Pluszeichen an. Wo war die ganze Zeit? Die hat nicht existiert. Du bist dir hundertprozentig sicher mit deinem scheiß anerzogenen Glauben, dass das Zeug da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst. Ich sagte, das, was ich dir jetzt erzähle, ist hundertprozentig sicher. Und das, was du glaubst, ist Geschwätz vom Zweiten. Du könntest es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Selbstverständlich können wir uns jetzt ins Auto setzen und wir können irgendwo hinfahren und unsere Hühnerfarm anschauen, die jetzt die ganze Zeit nicht existiert hat. Du bist dir hundertprozentig sicher, dass die da außen existiert. Der Bruch des zweiten Gebotes ist der Beginn des ganzen Übels. Und tausende und abertausende Male, immer hier und jetzt, wenn man gerade es macht, je nachdem, wie du dich mit Hodo Feeling hintersetzt, solange du das zweite Gebot nicht begriffen hast, nicht hältst, und zwar jeden Moment bewusst, dazu brauchst du keinen Intellekt, also rede dich nicht raus, dass dir an Schulbildung mangelt, an Intellekt mangelt. Es ist ein Akt des Bewusstwerdens. Jetzt bist du natürlich schon immer Bewusstsein, aber ich könnte jetzt sagen, der kleine Säugling, der ein Hosenscheißer-Säugling ist, der dann irgendwann einmal zuerst die Sprache lernt von den Eltern, dann in die Schule kommt, lesen und schreiben lernt, rechnen lernt, ist ein Menschwerdungsprozess, ein Reifungsprozess. Und genauso ist es mit, der ist auch als Säugling schon ein Mensch, jetzt Trockennasenaffe, ist ein Säugling, der frisch abgenabelt ist, weniger Mensch wie ein 60-Jähriger? Ein Mensch ist ein Mensch. Und innerhalb dieses Lebens wird aus dem Säugling ein erwachter, ein erwachsener Mensch. Das ist dieser Verwandlungsprozess. Und genauso ist es, ist jetzt ein unreifes Bewusstsein, weniger Bewusstsein wie ein erwachtes Bewusstsein. Setze nur statt Mensch Bewusstsein. Dann habe ich einen Bewusstwerdungsprozess, so wie ich eigentlich schon, das beginnt ja in Matrix 1 nach der Befruchtung des Eis durch Zellteilung. Aber Zell ist ja Schatten. Dann mache ich eine Schattenteilung. Ich sage, das frisch abgenabelte Baby ist noch eins. Das liegt einfach bloß da und schaut so, dieses Gesicht eines Babys, wo du merkst, da ist eigentlich noch gar keine Außenweltwahrnehmung da. Das ist jetzt in das kleine Babygesicht schon reingeschrieben. Das ist noch, jetzt haben wir unseren Schwamm, wo noch nichts drin ist. Und jetzt wird er gefüllt mit so viel Wissen. Das ist in der Sprache dann, wenn das schaut. Und da ist auch hier die Zeit zwischen fröhlich und traurig. Das ist hier, denke mal jetzt, der Kindergesicht, du hast selber Kinder großzogen, Lothar. Ein Kindergesicht, das mit was nicht einverstanden ist. Und jetzt denk dir dieses schmerzverzerrte Gesicht, das brillt, der kleine brillt und dicke, dicke Krokodilstränen rennen über die Wangen runter. Dieses Geschrei. Und ich sage jetzt rein, wenn du ein bisschen eine Vorstellung von Physiognomie hast, jetzt normal, materiell gedacht, dem passt was nicht, der leidet, sonst wird er nicht schreien und heulen. Schau dir dieses schmerzverzerrte, unzufriedene Gesicht an. Und jetzt tust du irgendwas, wo er gar nicht damit rechnet, irgendein Püppchen oder was ihm vors Gesicht halten und innerhalb von Sekunden dieses
schmerzverzerrte Gesicht. Oh, verändert sich Ja. sofort, weil der kann noch umschalten. Verstehst du? Der kann loslassen. Und umso älter du wirst, dann diese Erziehung in der Sprache, dann ist ja noch alles im Mund nehmen, habe ich gesagt, Kinder wollen ja alles im Mund reinstopfen, die wollen alles essen, alles wieder aufnehmen. Das ist ein rudimentäres Grundprogramm, das dann zugedeckt wird mit materiellem, intellektuellem Wissen. Bäh, bäh. Ja. Das ist schlecht, das darfst du nicht, das ist böse. Und jetzt waren Grenzen gezogen. Dann waren Meinungen indoktriniert, ein Glauben indoktriniert, ein Schwamminhalt halt. Und diese Geschichte des Trockennasenaffenlebens ist eine Metapher für deine geistige Erziehung, bis wir dann an den Punkt kommen des Kaisers neue Kleider. Ja. Ich kann da auch wieder nur tausendmal sagen, die Märchengeschichten und die Sprichwörter sind das Wertvollste, was du hast, weil die dich auf die höhere Ebene der Metapherebene führen. Was der Sinn ist von dem Ganzen. Warum träume ich jetzt die Scheiße? Warum taucht in mir eigentlich jetzt wieder so ein Depp wie der Ugo auf? Jetzt war eine Zeit lang Ruhe. Da hat man den Ron, dann hat der Udo den Ron irgendwie ausbremst, wie auch immer, dann war der Ron, er soll ja nicht rausgehen. Aber Ron ist jetzt ganz zivilisiert, er macht sich viel Gedanken, der hat auch dieses, ich kann nicht anders, ich kann nicht anders. Das war übrigens der erste, wie ich das reingestellt habe, einmal schauen, ob jetzt hier, wie lange der noch Einträge macht, der Ugo, wenn keiner mehr darauf reagiert. Und schon habe ich wieder im Hintergrund gesehen, der Ron schreibt. Und dann habe ich gleich beim Ron, ihn direkt, habe ich in so ein Smiley mit einem zugelebten Mund gemacht. Dann hat er zum Schreiben aufgehört, oh, danke, danke, ich wäre schon wieder in die Falle getappt. Ja. Verstehst du es? Ich kann das aber nicht, ich könnte schon, aber es ist ja nicht der Sinn. Wir reden wieder von Gedanken. Du musst es verstehen. Aber jetzt geht es dann wieder los, weil die hat ihren geliebten Chat, wo sie sich festhalten, da kommen jetzt so viele verschiedene Ja, Charaktere, wo sie sagen, das das ist das ist Einzige, was mich genau geistlich volle auseinandersetzt. Kanne zurück, volle Kanne zurück. Da wird auch so viel anderes Geistloses geschrieben. Das war ja vor kurzem einmal, da habe ich mir ja den, ach, was war da drin? Der Moritz mal geschnappt und der Arno, mit denen habe ich nachher privat den Das Chat gemacht. Bingo, ich sag Und genau, was du sagst, wenn der Chat, die Disziplinierung, Lothar, dass man, da darf jeder was reinschreiben. zur Jeder, was er Freiheit gehört will. Disziplin. Aber wenn die dann anfangen, Privatgespräche, auch wenn das Mitternacht, wenn sie nicht schlafen können, dann sind zwei, drei und die hauen dann hier 200, 300 Einträge rein. Ja. Welche an belanglosen Geschwätz können die sich nicht zusammenrufen und das privat machen? Die Schwierigkeit, der morgen sich hinsetzt und kurz reinschauen will und 200 Geschwätzdinger überscrollen muss. Ja, Aber das sind jetzt sicher. alles, das ist alles logisch, was wir machen. Aber wir kommen an den eigentlichen Problem, du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Ja, guck mal noch, aber man kann ein wenig Ordnung schaffen. Ich habe jetzt mit dem Moritz da gesprochen und es ist, der Moritz ist neu dahin. Ne? Der war der Ansicht, man kann da schreiben, was man will. Arno war auch dieser Überzeugung. Da habe ich ihn erklärt mal. Wie war das eigentlich im Anfang gedacht? Gerade das, was du gerade Ja, gesagt hast. Lothar, Man lass mal kann das sich Problem austauschen, aber später. solches Geschwätz sollte man privat machen. Da geht der Und Lothar mit dir durch. Lass du nicht weiterreden. Ich habe das gerade schon gesagt. Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Aber es ist genau das Problem, wo die Demokratie leidet. Du musst zuerst einmal begreifen, freie Meinungsäußerung ist freie Meinungsäußerung. Und das Allerschlimmste, es hat mit Demokratie nichts zu tun, in dem Moment, wo du Regeln machst und dann einschränkst, was man machen darf und was man nicht da machen darf. Aber die Schwierigkeit ist, dass die Demokratie als Ding an sich jetzt, als politisches System, darum habe ich das gerade nochmal gesagt, es ist, du kannst doch nicht, mein demokratisches Krankenhaus. Es sind ja. doch die große Masse, die du dir ausdenkst. Und ich rede jetzt einmal mit einer normalen menschlichen Logik, sind Volldeppen. Geh auf die Straße und unterhalte dich mit Leuten, die sind Vollproleten. Alle. Und die dürfen mitbestimmen. Das ist ja der Trick, was sich leichter manipulieren lässt. Und es sind ja Politiker oft, dass sie das Wahlalter jetzt sogar auf 16 runter. 16 sind Kinder. Erzählt es bitte kein 16- oder 18-Jährigen. Das ist wieder mein, wie oft habe ich die Stufung gemacht, wenn du 14 bist und du denkst an einen Sechsjährigen, was weiß der? Was denkt der Siebenjährige von einem frisch abgenabelten Säugling? Du kannst von oben nach unten sehen, aber nicht von unten nach oben. Ja. Und da merkst du jetzt, dass die größten Idioten sind eigentlich die, die wo was zu sagen haben und sowas überhaupt durchwinken.
Oder auch unsere ganzen Politiker. Es ist ein Postengeschachere. Die offiziellen Medien, die sogenannte Lügenpresse, ist die einzige Manipulation. Jetzt, wenn du die Bildzeitung lesen musst, mach mal ganz definitiv, eine große Masse der Gesellschaft ist ja für diese Corona-Maßnahmen. Ich sag dir, du denkst jetzt, eine große Masse von Trockennasenaffen, Bindestrich, bei hebräischer Definition Enosch, sterbliche Säugetiere, unheilbar krank, die eine Scheißdrecksangst um ihren Menschenarsch haben. Drum sind die dafür. Und warum haben sie so Angst? Weil man es ihnen über die Massenmedien eingeredet hat. Sonntag schon lesen, was man noch Meinung ist. Egal, wen du mir jetzt als Brösel bringst, wenn der den Mund aufmacht, egal, wenn er seine Meinung äußert, sage ich ihm, was in seinem Schwamm drauf ist, was er sich angelesen hat, welchen Guru er noch plappert, was er glaubt, dann gehst du in die ESO-Szene, was zwar alles richtig ist, was die sagen, egal was anders sagt, es ist eine Richtung, es ist eine Perspektive. Warum geben die sich laufend irgendeinen asiatischen Namen? Weil sie meinen, die können damit ihren Charakter verändern? Einen guten, einen schlechten Charakter? Und im tiefsten Innern wirkt das ganze Prinzip dann trotzdem noch normal mit, was ich dir sage. Für Heiligkeit predigen und für Geld damit verdienen. Verantwortung übernehmen, das Abspeisen, wenn du in der Politik jetzt das Boxpostengeschachere, diese unendliche Lüge, ich mache jetzt keine Verschwörungstheorien. Es sind auch nur Perspektiven, wo ich dir bringe. Es sind, ich bringe es einmal, ich nenne das Kind beim Namen. Es sind Gedanken, die von dir gedacht werden. Jetzt übrigens, in dem Moment, auch wenn das nicht deine Meinung ist, ist es trotzdem deine Gedanken. Setze für das Wort Gedankeninformation. Ist auch alles, was du jetzt von diesen Leuten bekommst, sind deine Informationen. Nicht die Informationen von dem Pixelmännchen oder die Informationen von dem Loder. Wenn der Loder jetzt gerade das Pixelmännchen Loder mit dem Lautsprecher was spricht. Du wirst aber nicht glauben, dass das den Loder seine Meinung ist. Es ist erst einmal Facetten, ausgedachte Facetten von dem, der sich jetzt dieses Gespräch anhört, weil er sich selber ausdenkt. Das ist natürlich ungewohnt. Du sagst, es ist klar, ich schaue mir jetzt dieses Gespräch an, ich schaue mir dieses Video an, aber ich denke mir doch das nicht aus. Das hängt an den 4 Stufen der Vergessenheit, weil du jetzt mit einer sinnlich wahrgenommenen Information konfrontiert wirst. Ich sage, wenn wir jetzt das rein gedanklich machen würden, dass du da sitzt und dir das denkst, dann kannst du noch akzeptieren, dass du derjenige bist, der das erschafft. Wenn du jetzt an Osterhasen denkst oder an ein grünes Mastmännchen. Wie sieht es aus, wenn du an die Merkel denkst oder an den Udo denkst, einmal ohne Monitorbild? Dann erschaffst du den Udo in deinem Kopf, dann erschaffst du die Merkel in deinem Kopf, dann erschaffst du das grüne Mastmännchen in deinem Kopf. Und jetzt verweise ich wieder 1000 Mal, habe ich gesagt, du schaust ein Fetzen Papier an, ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht, ist dir in dem Moment bewusst, dass das Einzige, was jetzt sinnlich wahrgenommen da ist, ein Fetzen Papier ist? Und dann machst du Worte aus den Worten Vorstellungen. Du denkst dir Politiker aus. Und du denkst diesen Politikern, sprichst du gewisse Charaktere zu. Tausende Male habe ich das Beispiel wiederholt. Hast du gecheckt, was ich dir eigentlich mitteile? Dir. Wer teilt dir das jetzt mit? Eine Figur, die du dir ausdenkst. Das ist so unendlich einfach, in einem ganz einfachen Deutsch, nicht diskutierbar. Hundertprozentig sicher, was ich jetzt gesagt habe. Hast du das verstanden? Konzentriere dich auf das und nicht, wie man den Chat gut einrichtet, dass dann die Schwätzer draußen sind. Ist auch alles richtig. Auch jetzt, was wir sagen, wenn einer hier nachts immer so ewig lange Gespräche haben, dürfen sie doch. Aber die haben kein Mitgefühl. Die kriegen, das sind alles Schmetterlingsschläge Flügelschläge vom Schmetterling, wo ich anspreche. Diese Unachtsamkeit straft sie ohne Ende ab in dem System, das ich kreiert habe. Das, was du nicht willst, dass der Mann dir tut, du auch keinen anderen an. Stell dir vor, du wärst ein anderer, du willst doch mal schnell reinschauen, ob irgendwas Geistreiches wieder in dem Chat drin ist und darfst die 150 Einträge, weil sich irgendwie über irgendeinen Scheiß zwei privat unterhalten. Könnt ihr doch machen. Klingt euch zusammen und skypt euch einfach zusammen. Könnt ihr auch eine kleine Gruppe machen, wenn 2, 3 diskutieren. Kann man 3er-Gruppe auch machen auf die Schnelle, die man sofort wieder löscht. Ein Gruppengespräch. Müsst ihr nicht einmal viel schreien, müsst ihr euch die Finger nicht wundtippen, klickt euch doch einfach an und skypt euch an und dann könnt ihr gleich quatschen die ganze Nacht, wenn ihr nicht schlafen könnt. Jetzt natürlich wieder ausgedachterweise. Stimmt oder stimmt? Ja, genau. Dafür ist der Chat nicht da. Aber warum passiert jetzt das im Chat? Genau dieses Gespräch, das du jetzt hörst, ist schon immer da. Weil jetzt die Zeit ist, dass man dieses
einmal nochmal zur Sprache bringen, was ich tausendmal schon zur Sprache gebracht habe. Und du darfst es von mir nochmal 10 Millionen Mal hören, 1000 Jahre lang hören. Du wirst dich drehen wie ein Hamster in einem Laufrad und in einer geistigen Entwicklung keinen Schritt weiterkommen, bis du das gecheckt hast. Und ob du es gecheckt hast, was du feststellst, dann wird sich das um dich herum ändern. Aber solange du was nicht haben willst, kriegst du von mir das vorgesetzt, was du nicht haben willst. Und das, was in dir auftaucht und das ohne Probleme wieder reinfallen lässt, bleibt dann irgendwann einmal drin. Und alles, was du besitzen willst und nicht loslassen willst, werde ich immer wieder auftauchen lassen und dir wieder wegnehmen und wieder auftauchen lassen und wieder wegnehmen, solange bis du das loslassen lernst. Im Positiven, im Negativen. Das ist ja eine Spiegelung. Das will ich nicht haben und das will ich nicht hergeben. Ist auch eine Welle. Und das eine gibt es nicht ohne das andere. Kurzum, es geht darum, dass du dich von diesen Einseitigkeiten löst. Das ist es, das ein Beispiel. Ein ganz simples, das ein Beispiel. Alle Streitigkeiten drehen sich, weil die Deppen, die das ja nicht verstanden haben, dieses Beispiel nicht verstanden haben. Wir können ja für die Tassen, die Perspektiven, Henkel rechts, Henkel links, nochmal, das ist aber dreidimensional, dann nochmal die Wohnung. Ist jetzt eine Wohnung, eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Klo oder ein Badezimmer? Mhm. Also deine Wohnung, wo du drin wohnst, das ist offensichtlich bloß ein großes Scheißhaus. Weil das nur aus den Exkrementen besteht, die du dir zurzeit relativ unbewusst ausdenkst. Okay, jetzt lassen wir es gut sein, Lothar. Da machen wir uns jetzt einmal Gedanken drüber. Vielleicht, wenn wir zwei Brösel, wir Alten, das irgendwann einmal verstehen, sollen die Jüngern das besser machen. Tschüssi. Ciao, Udo.